Damn, son, where'd you find this? Boah, das war gerade richtig... richtig schnupphaft. Oh nein, was mache ich denn? Oh, Alter, wie asozial. Oh, egal. Hallo Jungs und Mädels und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ihr seht richtig, ich zock mal wieder eine Runde Battlefield 3. Ich dachte mir, ich entstaub mal die PS3 wieder, schließe mal an. Zock mal wieder ein paar alte Spiele, wie zum Beispiel Bad Company 2, Black Ops 1 und was habe ich noch angefangen zu zocken? MW2, Call of Duty, Modern Warfare 3 und so weiter und so fort. Jetzt dachte ich mir, komm, Battlefield 3, das hatte bei mir früher ein richtiges Suchtpotenzial. Und ja, da hatte ich mal eine Hardcore-Zeit drin, da habe ich insgesamt eine Spielstundenzeit von, ich glaube, 4 Stunden. Ach, 4 Stunden. Genau, 4 Stunden. Von 4000 Stunden. Und ja, das ist doch schon eine ordentliche Zahl. Und jetzt hatte ich leider das Problem, dass ich keinen PS3-Controller mehr habe. Jetzt muss ich den PS4-Controller an die PS3 anklemmen. Ja, die Übersetzung geht so. Ich habe jetzt auch noch keine Runde Battlefield 3 gespielt. Aber schauen wir einfach mal, wie es so funktioniert. Und ja, wenn ihr aber irgendwas rauschen im Hintergrund hört, wundert euch nicht, das ist die PS3. Die ist hier richtig am Ausflippen, ey. Und der Lüfter, der läuft, glaube ich, auf Hochtouren. Und da würde ich sagen, schauen wir einfach mal Multiplayer, Serverbrowser. Aber Leute, alleine schon diese Musik, diese Menümusik. Oh, das weckt doch schon wieder alte Erinnerungen. Das ist richtig, richtig Nostalgie. Ich weiß mal ganz genau, als ich mir die PS3 Mediamarkt gekauft habe und habe die CD eingelegt, habe das Spiel installiert und dann kam genau diese Menümusik. Boah, also Leute, da, ich weiß nicht, ich krieg da immer noch Gänsehaut. Und dann würde ich sagen, wir zocken einfach mal eine Runde Metro, Eroberung. Direkt die beliebteste Karte. Mein Lieblingsmodus damals war ja Squad Rush. Was nehmen wir da für einen Server? Ja, DICE, nee, kein DICE Server. Vor 1,5 bis 2 Jahren gab es sogar noch XP Server. Jo. Keiner Server gefunden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach auch mal auf den 500 Ticket Metro Server. No Shotgun und M26, No Camp, No MAV Kill, Cake. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Du was? Platz 2 von 2? Nee, das geht mal überhaupt nicht. So haben wir nicht gewettet, meine Freunde. Nämlich mal den Server. Platz 1 von 1. Ich habe jetzt keinen Bock zu warten, gerade im Video nicht. Okay, tritt bei. Alles klar. Wunderbar. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas rauschen oder brummen hört, das ist die PS3, die. Aber ich muss sagen, die PS3, die macht irgendwie nicht so unangenehme Geräusche wie die PS4. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das Ganze steht bei mir auf einem Glastisch. Und ja, keine Ahnung, warum das... Also der Lüfter von der PS4, der rastet definitiv mehr aus als die PS3. Aber die PS3, die ist doch schon ordentlich am Brummen, ey. Naja, gut, was soll's. So, und das sind wir im Menü von Battlefield 3. Beziehungsweise im Spawn-Menü. Man sieht, wir hängen direkt wieder kurz vor der B-Flagge fest. Und ich muss sagen, also man wird schon direkt mal hier wieder beleben. Direkt Objective. Ah. Man merkt die Übersetzung, also, ich hätte lieber einen PS3-Controller. Ja. Aber, es ist leckt auch sehr, also ich weiß jetzt nicht, ob das am Server liegt. Da wird garantiert einer mit einem MG hocken. Ja, habe ich mir schon gedacht, den hätten wir. Ja, da ist gerade einer gestorben. Ja, meine Stats weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich meine, die wären irgendwas bei... 2, 3 oder so. Oder irgendwas zwischen 3 und 4, glaube ich. Ah, der liegt da immer noch. Ah! Gerade so. Boah, da gehe ich jetzt nicht vor. Hier, das ist jetzt auch so eine Sache, den wieder zu beleben. Ah, aber gut, die sind gut dabei hier. Das muss man ja echt mal sagen. Da werden sie hocken. Ah, gut. Den hätten wir souverän. Wundert euch nicht, wenn die Aufnahme leckt. Das ist
Ich hoffe, man kann sich... Ah, ich hasse das, dieser Nebel immer. Granate wirft man wo? Ah, hier war das. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, lass mich. Okay, drücken es auf Stick. Jetzt gibt's satt Punkte. Gut, 357 Tickets sind noch zu spielen. Mein Aim, naja, man sieht's. Aber ich denke, es sollte noch einigermaßen klar gehen. Jetzt blinkt natürlich die ganze Zeit schon wieder. Ah, das ist wieder belastend. Mache ich sehr ungern hier reinzurennen. Jetzt sitzen ja die meisten hier oben irgendwo rum. Schön ist halt, hier gibt es noch passives Spotting. Das ist sehr angenehm. Nicht so wie in Battlefield 1. Der Witz ist, dass mir gerade eben Battlefield 1... Nein! Dass mir Battlefield 1 als Spiel vorgeschlagen wurde. Legchen, komm, Legchen. Oh, hier mal Medipack legen. Oh, 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 weg hier, nicht blockieren. Ah, ich will laufen auf Kreis hinlegen. Jetzt sehe ich natürlich nicht, geht doch mal weg. Jetzt macht doch noch einen Kill, ey, der Frechdachs. Naja, es geht mit PS4-Controller, aber ich habe schon ein besseres, schöneres Movement. Uah. So, ob wir da noch zu B vorkommen, ich weiß nicht. Okay, es. Gut, es wird auch definitiv einer, so wie ich das gerade gesehen habe, hinterm Headglitch bei B hängen, mit dem MG. Oh no, dieses... Boah. Alter. Dieses Aim, was nicht vorhanden ist. Gut, es ist... Die Tastenbelegung ist natürlich auch ein bisschen anders. Als auf der PS... Boah, jetzt kommen die vorgestürmt, sondern stehen hier ernst, oder? Ja, wiederbeleben, 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 warte. Ich glaube, ich muss die Empfindlichkeit noch ein bisschen höher machen. Ah, komm, 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 der hätte drin sein können. Der hätte down gehen müssen. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Gehen wir es hier noch... Junge. Jo, den hätten wir auch. Den beleben wir wieder. Komm, aufstehen, Junge. Hallo. Wechselpause ist vorbei. Ah, dieser Niederhalt. Ich hab doch, ja, ich hab Schutz dran. Schutz gegen Niederhalt. Normalerweise. Oh, so, Granate rein und schnell weg. Den. Ah, das ist... Jetzt kann ich natürlich nicht den direkt wiederbeleben, weil das Problem ist, der wird um die Ecke gucken. Ich werde es aber einfach machen, es ist zwar assi. Na komm, sterb. Boah, der ist fast down, der ist fast down. Nein, okay, das war jetzt Dummheit und voll veraimt, aber... Naja, gut, es wird mich wahrscheinlich eh keiner wiederbeleben. Da ist er down, der Dracula. Was ist los hier in der Hood? Ah, da liegt er, die Fotze. Ich glaube, sowas darf man gar nicht mal sagen auf YouTube, ne? Guckt, genau sowas meine ich, Leute. Das ist... Ah! Und dieses... Ah! Ich, das habe ich in Battlefield 3 noch nie verstanden. Komm, ah! Das... Ah! So ein Hurensohn! Aber da gibt es einen kleinen Trick. Wenn ihr wiederbelebt werdet, dann habt ihr ja so eine kurze... ein paar Sekunden Sperre. In der ihr quasi nichts machen könnt. Einfach kurz die legen... Ach nee, das war... Ach, da war ich zu doof für. Wie sieht's eigentlich mit dem Score aus? 14-0, 131-62. Nicht schlecht. Wie ist der Typ eigentlich, der mich gerade eben da mit dem MG gekillt hat? Oh, okay, der ist hier hart am struggeln. Naja. Dracula! Was? Okay, wir machen jetzt mal den Assi-Move. Den COD-Assi-Move hier. Oh, hinter mir Granate. Na komm, jetzt guckt er nicht mal um die Ecke, der Schisskopf hier. Ah, das... Ah, oh, oh, da hinten. Ach komm. Das war doch ein Headshot. So, die sollte aber sitzen. Zumindest mal gut hitmarkern. Natürlich nicht. Dauert eine halbe Stunde bis...
Na komm, das haben wir ja nicht gewettet. Oh, ich... No! Dieses auf einmal veräme ich wie so eine Fotze, ey. Nein! Guck, das meint, ihr könnt nichts drücken, ihr hört's. Ich drück ohne Ende, ich bin nur am drücken. Na, jetzt aber weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg. Ah, ich hätte so gerne Granate jetzt. Oh nee, komm. Die ficken uns jetzt richtig, ey. Ja, man kann leider nur 2 Meter neben einem wiederbeleben. Ja, ich spray einfach mal rein, wird schon irgendwie... Irgendwo hin wird's, irgendwo werden die Kugeln schon hingehen. Ja, ich kann jetzt... Es tut mir leid, aber ich kann gerade echt nichts anderes machen, als hier zu patrouillieren. Okay, da liegt er nicht mehr. Wollen wir wetten? No. Ah, wollen wir wetten, jetzt kommt er um die Ecke. Steh auf, steh auf, steh auf. Komm schon, das schaffst du. Ich gebe Deckungsfeuer. Zack. Battlefield 3. Ein Geben und ein Nehmen. Gut, hier ist... Ja, danke, dass du schießt. Ich sehe nämlich dadurch nichts. Oh. Ich bin diesen krassen Niederhalt, ehrlich gesagt, nicht mehr gewohnt. Gibt es in Battlefield 1 gar nicht. Oh, einfach mal eine Granate um die Ecke. Ich wusste, boah. Die, ah, die sind aber richtig hart hier. Also das ist richtiges Schwitzen, ey. Das erinnert mich so richtig an COD. Aber echt, du. Aber echt. Und zack, komm. Was? Trifft nicht. So, ich renne mal in die Mitte. Nein, da sind sie alle tot. Boah, das war gerade richtig... Richtig noobhaft. Oh nein. Was mache ich denn? Oh, Alter, wie asozial. Oh. Egal. Ich wollte einfach mal wieder eine Runde... Nein, renn nicht rein. Renn doch da nicht in die Mitte. Bist du dumm? Renn doch da nicht. Okay, er macht's trotzdem. Jetzt macht die Scheiße kaputt. Meine Güte. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen in die Mitte hier. Komm, ab in die Mitte, Leute. Ab in die Mitte jetzt mal hier. Ab in die Mitte. Da ist er drin. Da ist er drin. Da ist er drin. Fahr, Ticket. Ach nee, ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ich robbe hier rum wie so eine Krabbe, ey. Okay, nee. Hinter mir. Nein, mein Freund, mich kriegst du nicht. Nein, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh. Das ist Battlefield 3, wenn du mit Noob spielst. Was? Oh, was macht der da hinten, ey, dieser MA-70 LK-Typ da? Die hocken da hinten und... na gut. Okay, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf, weil ich habe keinen besseren Score. Ja, jetzt die Frage. Hä? Jetzt sterbe ich. Das war's. Ich bin tot. Komm hier, ab in den Ticketschalter mit dir. Was? Noch nicht mal angehittet. Oh ne, ich traue mich nicht, hier hochzukommen und nach vorne zu gehen. Ich schieße einfach ein bisschen rein für den Niederhalt. Ja, war mir klar. So, mal kurz Medikit werfen. Ein bisschen Muni auffüllen hier. Oh, nee, 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 oder? Ah, dieser Sound von der M16, ey. Nice, da kriegst du ja einen Ständer, du. Ah, schön, dass du A hast. Ich warte ja mal ganz easy. Weil eine Runde gerannt kommt. Jo. Oh, da habe ich gerade schon was gehört.
Ich höre jemand laufen. Scheiße. Nein, oh, das war so schlecht. Man muss auch sagen, die Steuerung, dass das Ganze ist halt wirklich nicht so flüssig wie in Battlefield 1 auf der PS4, das muss man echt sagen. Und dann spiele ich auch noch mit PS4-Controller. Das ist das halt. Was da? Okay, egal, ich stimme jetzt mit denen einfach voll sau behindert auf B, obwohl es keinen Sinn macht, aber was willst du machen? Jetzt schießt mich eh gleich einer von hinten. Die Karte gucken. Okay, unten hängen sie. Das ist eigentlich ein saublöder Spot jetzt gerade. Okay, alles klar. Kommt da. Hä? Lebt man. Hey, hier ist dein Medikit. Hab dich. Kannst du einpacken mit deiner M. Nein! Der dürfte mich doch eigentlich gar nicht treffen, wenn ich in der Ecke stehe. Naja gut, ist halt ein bisschen anders wie die Metro auf Battlefield 1. Ey, jetzt sind die gerade echt so dumm gewesen und. Naja gut, ein 12 zu 4 dafür, dass ich schon so lange nicht mehr gespielt habe. 154 Tickets noch. Das weiß ich gar nicht. Bei B spawn ich jetzt hier hinten, jo. Okay, ich versuche einfach mal. Scheiße, der ist schon gestorben. Wow, das war Hardcore-Scheiß. Ah. Oh. Oh. Da steht jemand noch auf der Treppe, ne? Nein, steht er nicht. Okay. Er hat ihn wohl. Es ist echt komisch, weil ich habe ja auch die PS-Freaks drauf. Easy. Nein, oder? Der war immer noch da oben. Jetzt hat er mich ja tatsächlich gekillt. Ein Wunder, die PS4. Ach, die PS4, mein Aufnahmeprogramm ist noch am Start. Das wundert mich echt, sonst spawn ich mal bei dem, wenn er hier weg ist aus der Lücke. Beziehungsweise aus Locker. Beziehungsweise spinnt oder aka, was weiß ich. Hä? Der stand da in der Ecke? Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, nee, der stand unten an der Treppe. Hat geheadglitscht. So muss das in Battlefield 3 auf der PS3. So muss das. Ach, yo, das war mir gerade irgendwie klar. Kicke-like. Kite-like. Odin. Schön für dich. Ist trotzdem schlecht. Oder? Was hat er für ein Score? Und wiederbelebt. Ah, das bringt gerade gar nichts. Ich kenne so Situationen. Schau lieber ab. Schau ab. Mir wäre es ja echt lieber, wenn ich mit ein paar... Nein, nein, ich wollte abhauen. Ich wollte abhauen, aber es bringt gar nichts, wenn du abhaust. Was hat er denn für einen Score hier, der Odin? Komm mal her, zeig an hier. Oh. Der überlebt natürlich. Okay, der hat ein Pack aufgehoben. Das finde ich geil irgendwie, gell? Das ist stylisch, Mann. So ein Sunny mit einem Medipack. Na, da hat er gewartet. Der Sack. Okay, dann haben wir. Ah, ich hab so Angst in dem Spiel, weil ich es halt einfach nicht mehr... ist da gerade ein Feind gelaufen? Oh, Katze. No! Kannst sagen, da war doch einer. Die trifft mich nicht. Auch. Ah, der ist One-Hit. Ja, und da stand wieder jemand an der Treppe. Eieieiei. Ah, wie ist der Zufall will, ne? So, wie viele Tickets haben wir denn noch? 133. Ey, das bringt gar nichts, Jungs. Killt doch erstmal die Leute, bevor ihr wieder belebt. Vor allem hier so Hardcore, Spitze. What? Von 12.4 auf 16.9? What the fuck? Ich kann's echt nicht mehr. Naja gut, man muss da echt
Ah, ich gehe mal zu A. Es sieht dann mal wieder überall diese schwulen Bewegungsmelder. Ich warte hier einfach mal like a camper style. Weil der hat auch einen Bewegungsmelder oben, das höre ich schon. Aber wenn man so läuft, dann erfasst er einen ja nicht. Das ist ja das Schöne. Oh, okay, da hinten war einer. Okay, hier ist aber keiner. Ach, der wird im dritten Stock sein. Der ist im dritten Stock. Drecksack. Aber man kann einfach durch die Tür schießen. Hast du Angst gekriegt, hä? Einfach mal reinpratzen. Gut, hier steht keiner. Von denen. Granate. Hier ist ein Medipack. Den hol ich. Wie ist halt nur? Okay. Hilfe bei Kill 59. Hast schon, Hauptsache ist tot. Kommt bestimmt gleich wieder irgendwo einer und messert mich. No. So, ich habe Angst, da vorne jetzt reinzulaufen, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich hab's mir schon so halb gedacht. Ich hab's mir schon so halb gedacht. Oh, warum höre ich nicht einfach mal auf meinen Instinkt? Warum? Meine Güte. Okay, ich spawn mal bei dem. Der scheint aber hier stark. Ich hasse es, bei jemand einzusteigen, der schon schießt, weil das ist eigentlich ein Zeichen, dass jemand... Hinter mir, hinter mir! Oh. Also jetzt wird es echt belastend. Aber ich ziehe die Runde durch. Ich ziehe die Runde durch. Oh, danach darf ich bestimmt eine gute halbe Stunde cutten. Das macht dir mal wieder einen Spaß. Wo hockt der jetzt schon wieder? Ach nee, der liegt nicht im Spawn, oder? Dann werde ich direkt mal... Nee, er liegt im Spawn. Jetzt werden wir in Spawn gedrückt. Was haben wir eigentlich schon? Score 18-10. Oh, das ist übel. Aber gut, ich meine, man sieht ja, so schlecht spiele ich jetzt auch mal wieder nicht. Nur ich habe irgendwie das Gefühl, mein Team versagt. Ich lasse ihn jetzt mal laufen, wenn er schlau ist, jetzt in den Spawn biegen. Läuft da hinten das Haus jetzt rein. Aber er läuft hundertprozentig durch zu B, oder? Nee, ich glaube... Ich glaube, er hat es verstanden. Komm, lauf hoch, setz uns Spawn biegen. Oh. Das ist jetzt scheiße. Ich werde jetzt sterben. Ich werde jetzt sterben. Ich werde jetzt... Oh, da war schon ein... Oh nein! Das ist eine richtige Assi-Lobby, Alter. Wieso habe ich das nicht gesehen? Wieso habe ich die Claymore nicht gesehen? Das bringt jetzt eh nichts mehr mit den paar Tickets da. Alleine die Perks hier, ey. Sind doch schon lächerlich. Komm, dann nehmen wenigstens hinten C ein für ein paar Punkte, Mann. Seid wenigstens mal so schlau. Bevor sie anfangen zu spawnen. Setz mich mal hier hin. Ja, hier ist dein Medikit. Ich könnte betten, dass da jetzt einer spawnt und der knallt mich ab von der Seite. Kommen eh gleich alle zurückgestürmt und dann können sie wieder A einnehmen. Aber das passiert eh nicht mehr bei den paar Tickets, die jetzt noch, noch da sind. Ich brenne nicht. Weltfeder 1 wäre schon längst abgefackelt. Ja, aber zum Schluss Hauptsache nochmal, ne? Naja, gut. Für alles muss man drüber hupsen, ne? Egal, ob es eine Gleise ist, wo man eigentlich ganz easy drüber laufen kann. Naja, egal, es sind halt unsportliche Soldaten. Oh, nice, hast du gut gemacht. Gut, das war jetzt... Ich weiß nicht, so im letzten...
So einen letzten Millimeter veraim ich immer noch ein bisschen. Und da ist diese Musik, diese epische Musik, wenn es vorbei ist, hört es euch an. Genießt es einfach. Und... ey, der ist gerade voll durch die Wand gelaufen. Ihr habt das gesehen? Gut, mein Team hat verloren. Ist eigentlich auch scheißegal, weil ich hab einfach mal wieder Bock auf eine Runde Battlefield 3 auf der PS3. Warum eigentlich nicht, ne? Oh, guck mal, wer da noch alles nachgejoint ist. Alle sind gequittet. Ja, einer von meinen 2 oder 3 Colonel 100. Hier sehen wir gerade die ganzen Ravens, die man noch bekommt. Das war eigentlich eher uninteressant, aber manche wollen es ja sehen. Ja. Gut, meine Freunde. Für noch mehr Nostalgie-Runden. Vielleicht auch mal eine Runde Squad Rush oder sowas. War übrigens damals mein Lieblingsmodus. Schreibt's mir in die Kommentare. Meine Fresse wird jetzt auch trocken, wie man hört. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und reingehauen.